In diesem Video zeige ich euch mein Aktienportfolio und welche Aktien ich in den letzten 12 Monaten verkauft habe und bei welchen Aktien ich zugekauft habe. Zudem gibt es zum ersten Mal überhaupt meine Kryptoposition zu sehen, wenn auch wahrscheinlich zum letzten Mal. Mein Name ist Bruno Kreidler und seit Mitte des letzten Jahres gibt es hier auf YouTube 100% transparent einmal im Monat mein Aktienportfolio zu sehen. Um meine Anlagestrategie in einem Satz zusammenzufassen, ich möchte bei allen Aktien, in die ich investiere, Wachstum zu einem fairen Preis. Mit unschuldigen 15 Jahren habe ich damals meine erste Aktie gekauft, Barrick Gold, und wusste zu dem Zeitpunkt weder, was ein Geschäftsbericht ist, noch was dieses Unternehmen überhaupt operativ macht, außer irgendwas mit Gold. Die zweite Aktie war dann schon Apple, die ab dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, eine sagenhafte Rendite von 511% eingebracht hätte. Weil ich, wie gesagt, damals keine Ahnung vom Investieren hatte und erst recht nicht vom langfristigen Anlegen, wurde die Aktie selbstverständlich verkauft, nachdem die Position 250 Euro im Plus war. Allerdings hat mich das Konzept, mit zwei Klicks Geld verdienen zu können, trotzdem damals absolut fasziniert. Seitdem hatte ich einfach eine natürliche Begeisterung für den Aktienmarkt und fresse seither alle Bücher und Informationen auf, um zu lernen und ein besserer Anleger zu werden. Anfang des letzten Jahres wurde es dann Zeit, mein Geld anzulegen. Nun aber so richtig eine Summe, die von Bedeutung war. Also begann ich mir ein Portfolio zusammenzubauen mit Aktien, bei denen ich kein Problem hätte, wenn ich sie über 10, 20 oder sogar 30 Jahre lang halten müsste. Ich habe mir also einen Plan überlegt, der nicht besser hätte laufen können, wenn ich mich an den Plan gehalten hätte. Der Plan war simpel. Ich wollte mein Geld so schnell wie möglich an die Börse bringen. Denn wir wissen ja alle, time in the market beats timing the market. Also entschied ich mich dazu, mein Geld sofort zu investieren und erstmal in klassischen Value-Aktien zu parken, bevor ich nach und nach das Geld umschichten würde in Wachstumsaktien, die ich für zu günstig empfinde. Denn genau dafür brauchte ich noch mehr Zeit für Research und viele Wachstumsaktien sind extrem heiß gelaufen. Die zu dem Zeitpunkt aus der Mode gekommenen Value-Aktien waren für Kursgewinnverhältnisse auf mehrjährigen Tiefs zu haben, generierten nach wie vor riesige Cashflows und waren zumindest kurz- bis mittelfristig von Konkurrenz völlig ungefährdet. Das Ganze konnte man dann damals auch in meinem ersten Aktienportfolio-Vorstellungsvideo hier auf YouTube bestaunen. Natürlich waren damals mit Facebook und Salesforce schon zwei Tech-Titel im Depot, allerdings machten 50% des Portfolios zwei Aktien alleine aus. Und zwar die amerikanische Großbank Bank of America und das riesige Konglomerat von Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Dieses Aktienportfolio hätte den Markt letztes Jahr deutlich outperformed. Allein Berkshire Hathaway und Bank of America sind fantastisch gelaufen. Darüber möchte ich gar nicht sprechen. Denn ich habe mich nicht an meinen eigenen Plan gehalten, mein Geld erstmal ein Jahr in diesen Value-Aktien geparkt zu lassen. Ich begann also früher als geplant, aus meinen Value-Aktien umzuschichten in Unternehmen, die hervorragend wachsen und aus meiner Sicht viel zu günstig zu haben waren. Ich begann im Juni mit dem Kauf der beiden chinesischen Unternehmen Tencent und Alibaba. Schon im August waren Berkshire Hathaway und Bank of America vollständig aus meinem Aktienportfolio rausgeflogen. Hinzu kam dafür die Aktien der Streaming-Dienstplattform Spotify, der Gaming-Publisher Take-Two Interactive und ein kleines aufstrebendes Telemedizinunternehmen namens Hims & Hers, was auf diesem Kanal noch eine größere Rolle spielen wird. Das ist der Stand des letzten Updates, welches es auf YouTube von mir zu sehen gab. Und bevor wir zu meinem aktuellen Aktienportfolio kommen und wir alle die neuen Positionen und Veränderungen durchgehen, möchte ich einen Verkauf ansprechen. Weil es vielen von euch wahrscheinlich direkt auffallen würde und ich schon einige Videos über diese beiden Unternehmen gemacht habe, sie aber auch schon Schritt für Schritt abverkauft habe, sollte es keine große Überraschung sein, dass ich mich von der Porsche SE und Volkswagen getrennt habe. Bei 6-mal die Gewinne, einem potenziellen Porsche-Spin-Off und dazu noch guten Absatzzahlen, was E-Autos angeht, sind die Porsche SE und Volkswagen eigentlich gute Turnaround-Kandidaten. Selbst wenn bei Volkswagen ein guter Teil der Gewinne wegbrechen würde, wären sie wahrscheinlich nach wie vor fair bewertet, weil das Ganze eben schon einkalkuliert ist. Doch nach meinem ursprünglichen Investment sind einfach ein paar Probleme dazugekommen, die mir nicht so ganz gefallen haben. Um es kurz zu halten, das größte Problem habe ich mit Sicherheit mit dem Management. Herbert Diess, der für den Wandel hin zur E-Mobilität stehen sollte bei Volkswagen, hat mächtig an Einfluss verloren und wirkte tatsächlich in einigen Situationen auch ein wenig unglücklich. Es scheint so, dass viele von dem Plan von Diess nicht ganz überzeugt sind und die Umsetzung der Strategie hakt, aber mächtig. Wer die nötige Geduld mitbringt, kann definitiv von den beiden Unternehmen und ihrem Turnaround noch profitieren. Ich musste für mich selber entscheiden, dass ich die nötige Geduld nicht habe. Während einige Finanz-YouTuber einfach aufhören, Portfolio-Updates zu bringen, wenn es mal nicht so gut läuft im Depot, gibt es das bei mir natürlich nicht. Ich habe 100%ige Transparenz versprochen, und die gibt's auch. Während mein Portfolio in der ersten Hälfte des letzten Jahres, wie schon gesagt, hervorragend lief, habe ich bei einigen Wachstumstiteln ins fallende Messer gegriffen. Anfangs konnte sich die Performance noch ganz gut halten, aber spätestens als alle Small Caps und unprofitablen Wachstumsunternehmen
im Markt wirklich gnadenlos abgerutscht sind, hat es auch mein Portfolio erwischt. Nach einem ganzen Jahr stehe ich also bei minus 3% mit meinem Aktienportfolio, während die meisten Indizes zwischen 15 und 20% Rendite eingefahren haben. Das Ganze geht auch noch so lange gut weiter, wie die großen Big Techs wie Apple, Microsoft, Google, Amazon und Facebook den gesamten Markt auf ihren Schultern tragen und nicht nachgeben, denn sie nehmen immer größere Positionen in den Indizes ein. Man kann für das vergangene Jahr also sagen, ETF-Investoren 1, Bruno 0. Einzig meine Krypto-Position konnte meine Rendite insgesamt noch ins Grüne retten, denn ich habe Ende April und Anfang Mai 2 Tranchen in Ethereum gekauft und das auch nicht allzu wenig und die Position dann im Dezember mit insgesamt einer Rendite von 49% wieder verkauft. Verkauft, weil ich mich dazu entschieden habe, in einer anderen Form Krypto-Exposure zu haben, werdet ihr gleich im Depot sehen. Zur Einordnung, die Krypto-Position hätte ungefähr 15% aus meinem Aktienportfolio ausgemacht. Ich habe es jetzt alles nicht genau ausgerechnet, weil bald in meiner Tracking-App Parkett ein Krypto-Feature hinzukommt, wo ich das Ganze dann einfach eingeben kann. So, jetzt gibt es aber endlich mein aktuelles Aktienportfolio zu sehen. Alle Positionen mit Gewichtung und Performance. Und wie ihr schon seht, ich halte insgesamt 8 Positionen und scheue bei der Gewichtung auch kein Risiko. Denn wenn ich von einem Unternehmen überzeugt bin, dann gewichte ich es auch entsprechend in meinem Aktienportfolio. Wir beginnen mit der kleinsten Position und arbeiten uns dann Schritt für Schritt zur größten Position in meinem Aktienportfolio vor. Ganz wichtig, ich werde euch zu jedem Unternehmen in so wenig Sätzen wie möglich meine Investmentthese darlegen. Im nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie all meine Unternehmen im letzten Jahr performt haben. Fundamental. Denn so viel kann ich vorwegnehmen, auch wenn die Aktienkurse der Unternehmen in meinem Aktienportfolio etwas geschwächelt haben, haben sie sich fundamental alle durch die Bank weg fantastisch entwickelt. Auf Position 8 ist Take-Two Interactive mit einer 5%igen Gewichtung. Für mich ganz klar das qualitativ hochwertigste Gaming-Unternehmen der Welt, nach Tencent, die ja kein reines Gaming-Unternehmen sind, von denen ich aber trotzdem Anteile halte. Mit der Übernahme von Zynga greifen sie nach weiteren Marktanteilen, speziell im Mobile-Gaming-Bereich, der größte Bereich der Gaming-Branche und mit dazu der am stärksten wachsende, also extrem wichtig für Take-Two Interactive hier Fuß zu fassen. Sie sind schon lange nicht mehr so abhängig von GTA, denn die machen nur noch 7% des Umsatzes aus, trotzdem könnte der Release des neuen GTAs eine große Wachstumsgelegenheit sein. Auf Position 7 ist Coinbase mit einer 6%igen Gewichtung. Ich glaube, Coinbase ist aktuell der einzige Kryptobroker, der auf dem Aktienmarkt gelistet ist und der mit dem vertrauenswürdigsten Ruf. Ich habe ja gesagt, ich möchte weiterhin Krypto-Exposure haben, aber eben nicht mehr über ein direktes Investment in Kryptowährung, sondern jetzt indirekt über Coinbase, die monatlich Gewinne einfahren. Sie haben unglaubliches Wachstum bei gerade mal 20 Mal ihren Gewinnen. Das liegt daran, dass der Markt davon ausgeht, dass sie ihre hohen Gebühren langfristig nicht aufrechterhalten können. Wer meint, dass Coinbase den Großteil ihrer Gewinne durch das Rumgetrade von irgendwelchen Shitcoins verdient, liegt absolut falsch. Denn ein immer größer werdender Teil ihrer Gewinne macht das Angebot an professionelle Trader aus und zudem bauen sie jetzt ihren eigenen NFT-Marktplatz, investieren in Krypto-Startups und wollen die gesamte Kryptobranche an sich reißen. Auf Position 6 Alibaba mit einer 6%igen Gewichtung. Alibaba ist ein vielbesprochenes Unternehmen auf meinem Kanal. Die AliCloud ist eine riesige Wachstumsgelegenheit und auch das Kerngeschäft wächst weiter prächtig. Die Aktie fällt und fällt und fällt aufgrund der politischen Risiken, die ich deutlich geringer einschätze als der Markt. Und wenn die Aktie weiter fällt, muss man aufpassen, dass Alibaba nicht bald weniger wert ist als der Kiosk von nebenan. Auf Position 5 befindet sich Tencent mit einer Gewichtung von 8%. Vielleicht eines der besten Unternehmen der Welt. Sie haben die Super-App WeChat, ohne die man das tägliche Leben in China eigentlich gar nicht mehr bestreiten kann. Außerdem haben sie das Thema Capital Allocation durchgespielt. Es gibt kaum ein Unternehmen auf dieser Welt, welches ihr Kapital so effizient einsetzt wie Tencent. In Amerika sieht man bei vielen großen Unternehmen, dass sich in ihren Bilanzen Cashberge auftürmen, nicht aber bei Tencent. Das Resultat? Ein unglaubliches weltweites Investmentportfolio, was man bei einem Investment mit dazu bekommt. Auf Position 4 Spotify mit einer 13%igen Gewichtung. Spotify ist unangefochtene Nummer 1, wenn es um Musikstreaming geht. Das Problem? Die schlechten Margen. Denn je mehr ein Song gestreamt wird, desto mehr Abgaben müssen sie auch an die Künstler zahlen. Das ist das Problem im Vergleich zu Netflix. Daraus resultiert ein Margenproblem, was sie aktuell mit Podcasts versuchen zu bekämpfen. Erfolgreich, denn sie krallen den Podcastmarkt an sich und mit den deutlich besseren Margen bei Podcasts verbessern sich auch die Margen bei Spotify. Sie haben momentan 381 Millionen monatlich aktive Nutzer. Und damit das Wachstum auch so weitergeht, verzichten sie zumindest mittelfristig noch auf Gewinne. Ich bin mir sicher, dass das fantastische Management rund um Daniel Ek irgendwann diese vielen Nutzer besser monetarisieren zu weiß und sich Spotify weiterhin Stück für Stück den gesamten Audiomarkt an sich reißt. Ich glaube, wenn das Management abliefert, könnte Spotify in einigen Jahren ein Vielfaches wert sein.
Auf Position 3 ist Salesforce mit einer 15%igen Gewichtung. Salesforce ist das Unternehmen, welches cloudbasierte CRM-Lösungen für andere Unternehmen anbietet und vielleicht das einzige Unternehmen, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich es eventuell ein wenig zu teuer gekauft habe. Trotzdem, ihnen macht so gut wie kein anderes Unternehmen dieser Welt ernsthafte Konkurrenz und sie kaufen weiter und weiter andere Softwareunternehmen auf, die ihr Produktangebot ergänzen. Sie wachsen also durch Übernahmen. Trotzdem, wenn ich mich jetzt gerade entscheiden müsste und unbedingt in einen großen Tech-Player investieren möchte, dann würde ich wahrscheinlich Amazon Salesforce vorziehen. Auf Position 2 Meta bzw. Facebook mit einer 21%igen Gewichtung. Sie verkaufen immer mehr Werbung und immer teurere Werbung. Das sorgt dafür, dass sie weiter wachsen. Dazu wird jetzt WhatsApp endlich monetarisiert mit WhatsApp Pay und dem WhatsApp Business Angebot. Instagram Shop wird immer bekannter und größer gemacht und dazu kommt jetzt auch noch ihr Geschäft mit Oculus, was jetzt nicht mehr Oculus heißt, aber sie möchten langfristig ihre eigene Hardware für das Metaverse verkaufen, damit sie endlich unabhängiger werden von Unternehmen wie Apple und so eben weiterhin an die Nutzerdaten kommen, die so wichtig sind für die Targeted Ads. Man zahlt aktuell 23 mal die Gewinne bei zweistelligen Wachstumsraten. Sie haben 50 Milliarden Cash auf der Hand. Da können Sie jetzt noch so viel Geld ins Metaverse reinwerfen. Selbst wenn das Geld weg ist, das stört mich nicht. Das ist nach wie vor ein klarer Kauf. Und auf Position 1 ist jetzt Hims & Hers mit 26%iger Gewichtung. Small Caps hat es erwischt, unprofitable Wachstumsunternehmen hat es erwischt und alle Telemedizinunternehmen hat es erwischt. Und jetzt überlegt euch mal, was Hims & Hers ist. Hims & Hers tickt all diese drei Boxen und es hat sie so richtig erwischt. Die Aktie fällt und fällt und fällt. Ich habe noch kein Unternehmen gesehen, bei dem der Kurs der Aktie sowas von losgelöst von den fundamentalen Daten und Entwicklungen ist. Denn das Unternehmen entwickelt sich prächtig, hat Wachstumsraten im hohen zweistelligen Bereich, eine über 70%ige Bruttomarge. Man zahlt aktuell ungefähr 4,3 mal den Umsatz. Das Ganze will der Aktienkurs aber nicht so wirklich reflektieren. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe noch keinen Analysten gefunden, der diese Aktie nicht auf einem Buy-Rating hat. Ich suche vergeblich Leute, die mir irgendwelche Gründe nennen, warum das jetzt kein klarer Kauf sein sollte. Sie sind mittlerweile nur noch 1 Milliarde wert. Der CEO kauft selber einen Haufen an Aktien nach. Es ist so, wie es ist. Wenn der gesamte Markt fällt, besonders bei Small Caps und unprofitablen Wachstumsunternehmen, werden eben auch Unternehmen mitgezogen, die es eventuell nicht verdient haben. Mehr zu Hims & Hers und was die überhaupt machen, wird es dann im nächsten Video zu sehen geben, wo ich bei jedem Unternehmen auf die Entwicklung im letzten Jahr fundamental eingehe. Zudem wird Hims & Hers sicherlich bald noch sein eigenes Video bekommen. Es war mir eine absolute Ehre. Wir sehen uns unten in der Kommentarsektion, denn diese ist nach diesen Portfolio-Updates ja immer sehr angeregt. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, reingehauen.